Leute, heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr auf eine neue Art und Weise Among Us für euer Windows-System herunterladen könnt. Und zwar auf dem Computer kostet das Geld. Da müsst ihr einmal 3,99 € in die Hand nehmen. So viel kostet es, glaube ich, momentan. Und ja, heute möchte ich euch zeigen, wie man das Ganze ohne die Plattform Steam installieren könnt. Dafür braucht ihr ein Microsoft-Konto, um euch in diesem Store hier anzumelden. Also Microsoft-Konto ist Voraussetzung. Und dann sucht ihr hier nach Among Us, beziehungsweise mir wird es hier jetzt schon vorgeschlagen und ich kann hier draufklicken. Wenn es nicht vorgeschlagen wird, einfach da oben suchen. Genau. Dann kommen wir hier zu dieser Seite. Hier läuft ein Video. Und dann können wir hier auf Kaufen klicken. Und jetzt kommt die Sache mit dem Microsoft-Konto. Hier melde ich mich also an. Übrigens, diese E-Mail-Adresse, da könnt ihr nichts mit anfangen. Klicke ich auf Weiter. Und muss mich einmal anmelden. Eine Sekunde. So, einmal angemeldet. Und dann kommen wir hierzu. Und ich werde jetzt wahrscheinlich sehen, dass ich das schon habe. Wenn ihr das noch nicht habt, dann werdet ihr jetzt wahrscheinlich aufgefordert, mit PayPal oder einer anderen Zahlungsmethode zu zahlen. Oder mit Kreditkarte oder so. Ich denke mal, wie das geht, sollte selbsterklärend sein. Aber jetzt wird es an euer Microsoft-Konto gekoppelt und hier auf meinen Rechner heruntergeladen. Warten wir das mal ab. Das Ganze fast fertig, beziehungsweise ist es fertig. Hier unten kriegen wir das nochmal kundgetan, können hier direkt auf Starten klicken. Und uns wird das Spiel gleich präsentiert. Wie wir das hier unten schon so schön sehen. Jetzt geht's los. Es dauert einmal ein Weilchen. Und ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Moment, ich werde mal gerade den Fullscreen rausschalten. So, jetzt wie ihr seht, wir haben hier Among Us. Moment, können wir die Auflösung ändern. So, jetzt seht ihr das auch. Das kann entweder im Fenster laufen oder wenn ihr hier unter Graphics auf Fullscreen geht, dann kann das im Fullscreen laufen. Und wie steuern wir das Ganze? Wenn ich mal hier Freeplay starte, dann können wir uns mit WASD vorwärts bewegen. Mit der Leertaste können wir ein Element auswählen, also Use. Dieser Knopf ist das. Mit der Tab-Taste, also der Tabulator-Taste auf der Tastatur, das ist die über der Caps Lock-Taste, können wir die Karte sehen. Und ja, soweit dazu. Könnt ihr auf eurem PC spielen. Diese 3,99 € sind übrigens nur ein Einmalkauf, das ist kein Abo. Aber so habt ihr eine Möglichkeit, ohne die Plattform Steam Among Us auf eurem Rechner zu spielen, auf eurem Windows 10 Rechner. Viel Spaß, lasst krachen und ciao.